Warum? Ja, im Moment fragen mich eine Menge Menschen, warum ich das mache, warum ich öffentlich in Facebook poste, dass ich vorhabe, 5 Kilo abzunehmen in den nächsten 90 Tagen. Und diese Frage, die hat mich natürlich auch beschäftigt, beziehungsweise dahinter, dass ich damit sozusagen in den öffentlichen Raum getreten bin, steht natürlich ein innerer Entschluss. Und ich habe in den letzten Tagen gedacht, ja, vielleicht wäre das ganz sinnvoll, um anderen Menschen Mut zu machen, dieses Thema anzugehen, mal über das Warum zu sprechen, mein persönliches Warum. Und ich möchte das einfach mal so nennen, dass es hier darum geht, dass ich nach langen, langen Jahren zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es alles drei braucht, nämlich Körper, Geist und Seele. Und dazu gehört eben auch der Körper. Und an dieser Stelle erzähle ich einfach mal ein bisschen meine Geschichte, mein Verhältnis zu meinem Körper. Es ist nämlich so, dass Menschen mich fragen, warum? Weil ich also ich habe ein paar Pfund zu viel auf den Rippen, aber ich bin jetzt nicht stark übergewichtig oder so. Also das ist irgendwie nicht so das Thema bei mir. Und weil es nicht so sehr das Thema bei mir ist, habe ich aber gedacht, ich muss mal ein bisschen ausholen und einfach meine Geschichte erzählen. Ich und mein Körper. Und deswegen habe ich heute ein paar Fotos mitgebracht. Die werde ich auch einscannen und unter den Film legen. Ja, also diese Geschichte beginnt, glaube ich, hier. Das kleine Mädchen hier vorne, wo mein Finger drauf zeigt, das bin ich mit ungefähr, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren. Da habe ich angefangen zu tanzen. Und hatte Feuer gefangen und es gab ab da nur noch einen Plan in meinem Leben, nämlich Tänzerin zu werden. Und dieser Plan, den hatte ich sehr, sehr ernsthaft verfolgt. Hier bin ich, glaube ich, in etwa 11, vielleicht 12 Jahre alt. Das bin ich also, nachdem ich schon viele Jahre ziemlich hart trainiert habe. Da im Hintergrund sieht man, da auf dieser Seite, weiß ich nicht, ob man das sieht, ja, meine Ballettlehrerin damals, meine Ballettmeisterin Frau Kreiser, die mir viel, viel, viel beigebracht hat. Danke. Und ja, also man sieht die Ernsthaftigkeit. Im Übrigen, jeder, der Spitzenschuhe romantisch findet, möchte ich nur mal sagen, also bei mir waren blutende Zehen an der Tagesordnung. Ich war sehr ehrgeizig, ich wollte unbedingt tanzen, aber ich war nicht prädestiniert. Meine Hüftgelenke machten mir schon sehr, sehr früh Probleme. Und ich arbeitete aber sehr hart. Ich saß herum und machte Hausaufgaben mit Stapeln von Büchern auf meinen Knien rechts und links, damit ich eine 180-Grad-Außenrotation kriegen würde, die mir nicht gegeben war. Ja, und sowas fordert Tribut. Aber ich habe es geschafft auf die Bühne. Das bin ich mit circa Anfang 20. Und das bin ich als Sally Bowles in dem Musical Cabaret in Hamburg am Schmitz-Tivoli. Regie hat damals Corny Littmann geführt, auch bekannt als Herr Schmidt vom Schmidt-Theater. Und ja, im Grunde genommen sah alles super aus. Ich hatte meine Karriere auf der Bühne. Ich habe viel auf der Bühne gestanden, viel gesungen und viel getanzt. Das bin ich und ja, das bin ich auch. Ja. Und ja, und dann, das bin ich mit etwa Ende 20. Das da vorne ist mein, ich glaube, rechter Fuß und das da hinten, das da, ist mein linker Fuß. Das heißt, ich liege da im Spagat und habe mich neben meinen Spagat gelegt. Ja, das war das Alter, als ich plötzlich auf der Bühne stand und das Gefühl hatte, mir knicken meine Beine weg. Und ich bin, puh, damals zum Arzt gegangen. Natürlich. Ich wusste schon lange vorher, dass ich Schwierigkeiten hatte. Ich hatte Schmerzen. Und der Arzt guckte schweigend meine Röntgenbilder an und fragte mich, Frau Hallmeier, wie lange müssen Sie denn Ihren Beruf noch ausüben? Ich war Ende 20.
Ja, damals war so das war das Anfang vom Ende. Also ich habe noch so einiges gespielt danach. Ich habe nicht von heute auf morgen aufgehört, aber es war klar, meine Uhr tickt und es wird ein Ende geben. Puh, ihr merkt, dass es nicht ganz leicht ist, diese Geschichte zu erzählen. Aber ich habe einfach das Gefühl, es ist wichtig, um euch mitzunehmen und anderen Menschen Mut zu machen. Ja, ich habe damals klammheimlich beschlossen, dass ich meinen Körper nicht brauche. Dass ich mich von meinem Körper verabschieden kann und habe ihn links liegen lassen. Ich habe einfach aufgehört, mich um meinen Körper zu kümmern. Ich habe ihn einfach ignoriert, so gut es irgend ging. Denn er hatte mir nicht gedient. Mein treuloser Körper hat nicht getan, was ich, ehrgeizige Nudel, unbedingt vorhatte in meinem Leben. Und ich hatte mich emotional von meinem Körper abgeschnitten. In den letzten Jahren habe ich aufgehört, auf der Bühne zu stehen. Stehen ist manchmal schwierig für mich. Manchmal ist Gehen unmöglich. Und ich habe größtenteils am Computer gearbeitet, was viel Spaß gemacht hat. Und ich habe eine wertvolle Tätigkeit gefunden, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Ich bin Coach und ich unterstütze Menschen dabei, zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Und wie man sieht, weiß ich, wie man erreicht, was man sich vornimmt. Aber ich bin an einem Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich beschlossen habe, Körper, Geist und Seele. Mein Körper gehört dazu. Denn wenn ich mit 50 noch gehen können will, dann wird es Zeit, mich um meinen Körper zu kümmern. Und es wird Zeit, dass mein Körper wieder ein Teil von mir wird. Dazu gehört auch ein paar Kilo weniger wiegen, denn jedes Kilo, das ich weniger wiege, hilft meinen Hüftgelenken, mich weiter zu tragen. Natürlich auch moderates Training, ja, nicht zu viel. Und natürlich auch intelligent mit mir und meinem Knorpel umgehen und all das. Ich bin da im Prinzip Expertin. Aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich gesagt habe, okay, ich möchte dieses Thema thematisieren. Ich weiß, dass es in unserer Kultur wahnsinnig viele Menschen gibt, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich von ihrem Körper abgetrennt haben, emotional. Und ja, ich möchte euch mit diesem Aufruf nicht unbedingt aufrufen, abzunehmen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen gar nicht das Thema sein, sondern ich möchte euch aufrufen, euren Körper wieder zu integrieren und zu sagen, der ist wichtig. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich von seinem Körper abschneidet. Das macht nämlich Frustration. Und diese Frustration, die zahlt man an allen Ecken seines Lebens. Nicht nur in Kilos, Kleidergrößen, sondern das zahlt man auch einfach emotional als Mensch, wenn man sich von seinem Körper abtrennt. Und da ich diese Geschichte hinter mir habe und wieder dabei bin, meinen Körper zu einem Teil von mir zu machen, denn ein Teil meiner Geschichte ist auch, dass ich es ganz toll fand, zwar ein unglaubliches Erlebnis zu tanzen, ein Teil der Musik zu sein, frei zu sein, zu fliegen. Das war ein unglaublicher Teil meines Lebens. Und ich möchte jetzt einfach jeden mitnehmen, der sagt, ich möchte, dass ein glückliches in meinem Körper sein ein Teil meines Lebens ist. Und ich begleite euch gerne auf diesem Weg als eine, die weiß, wie fatal es sein kann, sich von seinem Körper abzutrennen. Möchte ich euch mitnehmen auf eurem Weg, dass ihr euren Körper wertschätzt, liebt, glücklich in ihm seid und frei mit eurem Körper seid. Ja, und jetzt, es gibt nichts, außer man tut es. Tut es jetzt. Wer auch immer diesen Weg gemeinsam mit mir betreten möchte, bitte nehmt Kontakt zu mir auf.
Ihr könnt mich anrufen am allerliebsten, denn ganz ehrlich, wenn ich euch begleiten soll, kann ich euch nur begleiten, indem ihr mit mir redet. Ihr könnt mir aber auch einfach eine Freundschaftsanfrage auf Facebook, ich habe meinen Account mitgepostet, oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben und sagen, wie es euch mit eurem Körper geht und was ihr persönlich für Ziele habt. Und ich nehme euch gerne mit auf dem Weg und freue mich auf einen gemeinsamen Weg. Also, es gibt nichts außer man tut es jetzt. Nehmt Kontakt zu mir auf. Okay, und bis ganz bald. Tschüss, eure Claudia Heilmeier.